So, wollen wir beginnen? Ich hoffe, der Hund beruhigt sich jetzt ein bisschen, weil der ist zurzeit so aufgedreht immer. Wir brauchen eine automatische Balthasar-Bespaßungsmaschine, weil der Hund einfach crazy ist. Der rastet im Moment immer aus. Wir waren vorhin noch bei meinen Eltern. Da hat er auch die ganze Zeit gespielt mit Spielzeug. Aber ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen geil im Moment. Revelio. Fahrkartenschalter im Bahnhof von Hogsmeade. Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zauberministerien Ministerin Ottalin Gumball eine Dampflokomotive erwarb, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof entstand in Hogsmeade praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zuges. Bei der Operation wurden viele Vergessenzauber und Muggelarbeiter angewandt, um der größte Massentarnungszauber, der je in Großbritannien durchgeführt wurde. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, Leopold. Revelio. So, ich wollte nur eben kurz die Karte da unten holen. Es gab hier auf dem Weg noch eine. Wir machen jetzt auf dem Weg zum Sebastian an die Küste und wir müssen dann hier irgendwo durch eine Mine durch. Wir müssen jetzt echt mal gucken. Du musst hier definitiv irgendwo durch den Berg durch. Wahrscheinlich hier unten ist der Zugang in dem Lager, wo ich schon mal war. Da muss ich mir den Weg dann freikämpfen. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Revelio. So. Spitzdecken. Spitzendeckchen. Verdammte Hacke, ey. Den Anwohnern zufolge wurde dieses Deckchen einem geliebten Hauselfen überlassen, der davon träumte, es eines Tages zu tragen. Trinken. Oh. Also es wurde zwar eine Höhle angezeigt, hat aber nicht gedacht, dass die unter den Stufen ist. Ja, beziehungsweise unter den Brettern. Bombarde. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Muss ich rüberschieben. Lumos. Levioso. Vingardium Levioso. Hoch.
Und dann brauche ich Feuer da drauf. Geht doch alles. Ich dachte eigentlich, hier wäre die weitere Macht. Wer hier wohl gelebt hat? Ah, die ist ja links. Das wäre gelöst. Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower oder in Upper? Deine kopflosen Entscheidungen. Ja, ich bin nicht ganz fit vom Kopf. Ja, hat man vielleicht schon beim Lesen gemerkt, aber es wird. Also von hier aus über die Brücke gehen, dann können wir auf dem Weg noch eine Merlin-Prüfung machen. Was lebt hier unten? Das ist ein Kniesebau. Wobei ein paar Kniesel könnte ich auch noch gebrauchen, weil ich nur einen einzigen Kniesel habe bei mir im Camp. Im Privatzoo. Danke, Rief. Entschuldigung. Danke, Riefpott, für deinen Sub. Rebellion. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Richtig, bleib cool, Plötze. Okay, langsam. Na also. Sieht interessant aus. Ah. Müssen wir die Lichtviecher sammeln. Rebellion. Lumos. In einem Gebiet, wo bestimmt ganz viel von den Sumpfkröten sind, die ich ja so gern habe. Weil die so viel aushalten. Wingardium Leviosa. Lumos. Rebellion. Man fragt sich bestimmt schon, was wir so als nächstes spielen werden. Also es ist übrigens nächste Woche für mich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, doch, 17. ist es, ne? Da bringt die EA nämlich sein, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, es ist eigentlich ein Monster Hunter-Klon. Aber da würde ich gerne wenigstens reingucken. Ich hoffe, dass er mich nicht so sehr catcht, weil es kommt diesen Monat auch noch Atomic Heart. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die russische Antwort auf Raskowitz. Also die Wolfenstein-Reihe. Jedenfalls sieht das halt so aus. Was schon ganz cool ist. Ich muss aber auch schon sagen, dass dieses Spiel auch wieder in Kritik geraten ist. Weil ich glaube, einer von den Mitgründern des Studios hat mal für Gazprom gearbeitet in der Vergangenheit. Und da also das ist halt ein russisches Entwicklungsstudio. Und oh mein Gott. Das wird auch noch eine harte Nummer werden. Ja, Atomic Heart soll ja so ein bisschen Bioshock ähnlich sein, aber ist halt immer schwierig. Das wird man da beim Spielen halt merken, in welche Richtung es am meisten geht. Das sollte ich untersuchen. Oh mein Gott, Tarkov ist auch von Russen und ich zock das. Ja, es ist wohl auch damit. Also irgendwie, ich habe, wir können ganz kurz dieses Thema mal anschneiden hier.
wieder sehr viel, sehr politisch. Also jemand aus der Ukraine hat ein Video gemacht, wo der halt so ein paar Sachen aufschlüsselt, von wo welche Leute sind, die mit diesem Studio zu tun haben. Wobei da auch so ein paar Sachen drin sind wie, ja, man konnte das Spiel schon relativ früh pre-ordern, obwohl noch gar nicht viel verfügbar war zum Sehen. Wo ich da sage, ja, ist halt jedem selbst überlassen, ab wann der einen Pre-Order freischaltet. Ne? Also das sehe ich jetzt nicht als schlimme Sache. Dann reden die von der Glorifizierung von der Sowjetunion in einer fiktionalen Welt, wo ich einfach nur denke, in wie vielen Spielen wird Amerika glorifiziert? Finde ich auch nicht so ein starkes Argument, um dagegen zu sprechen, das zu spielen. Aber es wird am Ende wieder jeder selbst entscheiden müssen. Aber ihr könnt euch schon mal bereit machen, das wird der nächste Shitstorm. Wahrscheinlich nicht so groß wie bei Hogwarts Legacy, weil einfach nicht so großes Franchise und es ist ein bisschen schwieriger durchzogen, vor allem weil viele Sachen nicht bewiesen werden können, aber... Würde ich ein Spiel entwickeln, würde ich erstmal auch vorher einen richtigen Shitstorm lostreten. Es gibt im Internet einfach keine schlechte Werbung. Die Leute kommen sogar größer raus. Das hat man auch wieder bei ein paar Streamern gesehen, die, sag ich mal, gesagt haben, ja, ich scheiß halt so auf Hogwarts Legacy und auf, die, wie soll ich sagen, die Kontroverse, ich spiele das trotzdem. Die dann so alles, sag ich mal, querweg, oh mein Gott. Die alles weggeblockt haben, die dann über das Thema sprechen wollten. Die haben jetzt mehr Zuschauer als vorher. Das ist halt schon wieder sehr, krass. Komm her, Kniesel. Pass auf dich auf. Miau. Mein Gott, lass sie sich einfach fangen. Welche dunkle Vergangenheit verbirgst du vor uns? Das alles wahrscheinlich wird Samstag geleakt von irgendjemandem. Ich habe bestimmt dunkle Geheimnisse, an die ich mich selbst nicht mehr erinnern kann. Also definitiv, Twitter ist eine Goldgrube. Da würde ich jedem empfehlen, mal zu gucken, weil ich so in den letzten Jahren mal gepostet habe. Ich habe da bestimmt irgendwann mal morgens um 5 Uhr, wenn ich auf Klo saß, irgendeine Scheiße gepostet. Definitiv. Namen drop. Ich guck gerade mal, ich glaube, den Troll kann ich nicht mit dem Zauber ausschalten. Gestehe freiwillig. Ich glaube, ich habe mal die Zucht von Möpsen verteidigt, jedenfalls von Rückzüchtungen. Also von altdeutschen Mobs, nicht von der Mobsart, die ich habe. Und habe mich da mit jemandem sehr lange drüber gestritten. Weil die Person immer davon ausging, dass alle Hunde krank sind, die, die halt Möpse sind. Wo ich meinte, nee, das kann man halt pro forma leider nicht sagen. Das ist ja das Problem an der Gesamtgeschichte. Wenn wirklich alle Tiere krank wären, würde ja keine Kontroverse entstehen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Revelio.
Da hat mich auch gestört, die hat viele Sachen falsch gesagt. Also die hat auch nichts von dem neuen, in den Niederlanden gibt es ja schon Gesetz, dass eine gewisse Schnauzenlänge gegeben sein muss bei der Zucht. Da gibt es jetzt eine Übergangsphase und jetzt wollen sie auch gewisse Hunderassen verbieten, dass man die überhaupt nicht mehr halten darf in den Niederlanden. Ist ja auch so okay. Aber die hat das Gesetz nicht hinbekommen. Und das finde ich dann immer doof, ne? Dann bist du schon jemand, der sagt, ja, ich kenne mich damit viel besser aus als du. Und dann macht man halt Formfehler. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ach, man kann sich über alles streiten. Kann sie auch sagen, Religion ist okay. Da hast du ja schon das Höllentor aufgemacht. Religion ist nicht okay. Wie die Leute da einfach Messdiener vergewaltigt wurden. Ich bin Protestant, was soll ich sagen? Mir ist egal, was Katholiken machen. Crucio! Bringt ja nur 50 EP. Das scheint aber dann der Weg zu sein. Alles ruhig. So ruhig, finde ich. Ich finde es schlimm, dass Trolle hier so schlecht dargestellt werden. Es sind empfindsame Wesen. Ja, so wie alle Wesen. Da kommen wir auch noch hin, dass dann Leute sagen, oh mein Gott, es gibt Böse in diesem Spiel, das ist total stereotypisch und das stellt irgendwas dar. Genauso wie du irgendein Horn finden kannst in dem Spiel, was zu der ähnlichen Jahreszahl war von irgendeinem Judenhasser der Vergangenheit. Wo die sagen, das sind rechtsradikale Inhalte, weil, ja, Story-Verknüpfung entsteht. Ach, ich weiß auch nicht. Ich hatte den Post dann und hab gedacht, das könnte okay. Gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Richtig, man kann immer sehr viel rein interpretieren. Oh, Hund hat sich endlich mal sein Körbchen gelegt.
Was haben Sie jetzt vor? Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Ich muss sagen, gefällt mir ein Spiel, spiele ich es einfach, egal was im Hintergrund läuft. Außer Motorradfahren habe ich keine Hobbys neben dem Zocken. Das lasse ich mir halt nicht kaputt machen. Motorradfahren ist übrigens super, ich vermisse es sehr. Aber ich habe nur einen A1-Führerschein. Aber ich vermisse trotzdem eigentlich mit einer Maschine zu fahren, aber ich kann mir eigentlich nicht leisten, nebenbei noch eine Maschine anzumelden und warten und sonst irgendwas. Im Moment. Aber eines Tages, wenn ich alt bin, dann hole ich mir einfach eine 125 CCM Chopper. Confringo! Was war das? So eine richtige Entspannungsmaschine für ein bisschen rumcruisen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals vom Motorrad zum Auto gewechselt bin. Ich habe meinen Autoführerschein relativ spät gemacht. Ich glaube, da war ich schon irgendwie 20 plus. Weil ich ja immer mit der 125er rumgefahren bin mit meiner Yamaha TDR. Und dann habe ich gedacht, boah, was für ein Abfuck, ey. Du sitzt ja einfach auf deinem faulen Arsch und musst nur an einem Rad drehen. Und das nennen die geil. Wie kann man das nur gut finden? Wer sich Renrock widersetzt, der hat nicht. Petriticus Totalus. Aber ich war nie jemand, der super schnell gefahren ist mit Maschinen. Mein Kollege hat eine Honda. Ich glaube, das ist eine 500er CCM. Und der hat mich mal mitgenommen und dann ist der mit mir mit 240 irgendwie über die Autobahn gebrettert. Da habe ich gedacht, gleich stirbst du, ey. Das ist nichts für mich. Also so super schnell auf dem Motorrad. Ja, der besonders starke Feind hat aber lange durchgehalten. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Warum hast du deinen Lappen nicht von 1990 gemacht? Weil ich da 6 war vielleicht? Revelio. Die Honda CBR 125R kenne ich auch, die hat ein guter Kollege von mir gefahren. Damals zu Schulzeiten. Die fand ich auch ganz hübsch. Revelio. Wird schon wieder hell. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Alter Kompass. Die Tatsache, dass dieser alte Muggel-Kompass hier fallen gelassen wurde, bedeutet wahrscheinlich, dass der Muggel, der ihn verloren hat, mittlerweile durch Wales wandert. Ich glaube, dass das Gebiet hier dann doch sich sehr, sehr anders ist zum anderen. Aber der Stil bleibt ja relativ gleich. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Pompada! Confringo! 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 Ach, der ist hinter dem. Ah, nee, ist er gar nicht. Ich bin nur zu weit weg wahrscheinlich. Die Prüfungen kriegen mich nicht klein.
Auf zu Sebastian. Wobei, wenn wir jetzt gerade... Ich habe da oben auch wieder... Das habe ich dann übersehen. Und hier ist ein Schnellreisepunkt irgendwie hier unten. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Wieder mal auf Abenteuertour? Grab des Verrats. Ich denke mal, storytechnisch werden wir hier irgendwann mal hinkommen. Wir brauchen leider immer noch einige Prüfungen, damit wir das maximale Inventar haben. Eine Herausforderung. Top. Lol. Du kannst die Dinger echt exploiten mit dem Besen. Es geht ja relativ schnell mit den Merlin-Prüfungen. Also es gibt ja nur ein paar, die wirklich viel Zeit kosten. Aber viele sind ja auch sehr schnell abgefrühstückt. Ich finde, da haben sie einfach nahezu das Optimum erreicht. Also wie lange, sage ich mal, diese Interaktionen auf der Karte dauern. Von der Zeit her. Vielleicht schaue ich mich bei Feldcroft mal. Bombarde! Komm, trink! Jemand sein Vorhaben bald bereuen. Kruzio, schau, was deine Leiche in den Taschen hat. Akio, ist Hilfe! Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt! Das rechtfertigt mich dafür. Also, das rechtfertigt natürlich, dass ich sie zerstückel. Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. Düdü. Nein. Ist ja gut, Ladies. Ich nehme die Leiter. Lumos. Aber ich hoffe jedenfalls, ihr hattet alle einen schönen Samstag. Gestern. Damit wäre das erledigt. Kam mal hinterher mit den ganzen Hogwarts-Videos.
Was haben wir denn da oben noch? Ah, das ist die Phönixhöhle. Damit wir Phönix wieder bekommen können, immer für die letzten das Upgrades. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Moin, schaue ich alle während der Arbeit. Ich meine, du machst das natürlich in deiner Freizeit, nicht während der Arbeit. Du bist die Rotznase, die Dread. Diesen Kampf überlebst du nicht. Levioso! Was passiert hier? Claudio! Oh, wir waren. Rebellion! Ist die Karte groß? Es ist keine Karte wie bei Odyssey oder so. Ich find's aber okay. Könnte größer sein, aber es reicht vollkommen. Besser als wie bei Forspoken. Bei Forspoken hast du eine riesige Karte, die einfach teilweise zu groß ist. Wo du das Gefühl hast, okay, es ist eine riesige Karte, aber du brauchst sie gar nicht, um die Geschichte zu erzählen. Eine Blockade. Burgurts Wilderer sind schon hier. Revelio. Dafür ist das Schloss umso größer. Es ist einfach, tut mir leid, ein gutes Spiel. Es ist, man kann es leider nicht anders sagen. Und ich war noch jemand, der vorher gesagt hat, Hogwarts Legacy. Schau dir mal an, was Avalanche Studios vorher gemacht hat. Das wird bestimmt nicht so pralle. Und ich habe mich leider getäuscht. Phönixe können sich in Stein verwandeln? Also leider ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich dachte echt, ich hätte im Schloss bleiben sollen. Dass die es verkacken. Sie machen einfach so viele Sachen richtig. Man fühlt sich eigentlich nie gelangweilt. Alles ist irgendwie motivierend. Atmosphäre ist halt sehr gut. Wo ich mich wahrscheinlich nicht täusche, ist, wenn jetzt Siedler released wird. In Lower Hogsfield oder? Von Ubisoft. Weil auch wenn sie jetzt noch ein paar Monate was verändert haben, das wird wahrscheinlich nicht über die 60er Wertung hinausgehen. Und das ist dann wahrscheinlich schon aus Nettigkeit passiert. Confringo. Jetzt ein gutes Gehäuse, dann hast du eine Uhr. Revelio. Spinnenventilator. Da ist ja noch ein Spinnenventilator.
Pascal Shatler, Erfinder der Klimaanlage. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Wobei, es wäre eigentlich auch so ein Hogwarts-Spiel, was ein bisschen mehr Adventure-like wäre, würde wahrscheinlich auch gut ankommen. Dankeschön, Born Unrated. Und danke für deine vielen Kommentare. Ich bin zwar bei deinen Kommentaren nicht immer deiner Meinung, aber ich verstehe schon, was du bei manchen sagen willst. Sollten wir da... Kann man da hoch? Nee. Muss einfach nur hier durch. Der Phönix! Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Er möchte gerettet werden. Und in meinem Garten der Lust leben. Du wirst dein Kommen bereuen. Fox will in deinen Sack. Oh, Schloss auf Stufe 3. Ist er wieder? Konfringo. Ah, da hinter ist eine Kiste. Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen angefixt, also beziehungsweise ein bisschen negativer gestellt, weil das letzte, was wir hier von Warner Brothers gespielt haben, war ja, glaube ich, Gotham Knights. Und Gotham Knights war so... schwierig. Das hat viele Sachen nicht so gut gemacht. Das Fahrzeug war schwierig. Das Fahrzeug war langsam. Bombarda. Contringo. Crucio. Bombarda. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Jemand hat übrigens einen kleinen Mod geschrieben, dass du gegen Würfel kämpfst, anstatt gegen Spinnen, falls jemand eine Arachnophobie hat. Keine Sorge, ich werde noch mehr klauen. Ah!
Confingo! Confingo! Das war für Wolkenschwinge. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei! Revelio! Confingo! Ist doch nicht sehr verwerflich, alle umzubringen. Insgesamt räche ich ja nur die ganzen Tiere. Sag wie es ist, schlecht. Man muss sagen, dass die Sequenz und so weiter da auch eine sehr hohe Qualität hatten und das Kampfsystem hat ja auch gut funktioniert. Also bei Gotham Knights. Aber es ist halt irgendwie, so wie es aufgebaut wurde, nicht so pralle. Hallo. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Levioso. Achso, ich musste gar nicht mit Leviosa. Wir haben vorhin über Atomic Heart gespielt und ich habe auch gesagt, dass ich das spielen werde. Ich werde sich freuen. Weil ich glaube, das wird ganz geil. Aber irgendwie erinnert mich das halt eher an die Wolfenstein-Reihe als an Bioshock oder sowas. Außer, dass du natürlich jetzt ein paar coolere Fähigkeiten hast. Sieht interessant aus. Aber schön, dann haben wir schon mal den Phönix. Revelio. Wirst du die Siedler spielen? Ich habe nicht mehr so gute Beziehungen zu Ubisoft. Und ich glaube, das will auch keiner spielen. Ich weiß, dass einige beim zweiten Run sind und ich habe da im Discord auch schon mit Leuten drüber gesprochen. Oh, ich sehe, ich muss doch bestimmt die so stellen, dass die schachmatt gesetzt wird, der König. Der deckt nach da ab. Was sollst du denn darstellen? Die Königin? Dann ist ja schon auf Schachmatt gesetzt. Akio. Bombarda. Confringo. Revelio. Ach so. Vingardium Leviosa. Revelio. Das sollte ich untersuchen. Weißt du, was passiert? Ich bin nicht sicher. Ah ja, wegen dem zweiten Run, weil die Häuser ja wohl doch ein bisschen andere Questlines haben. Vingardium Leviosa. Bist du ein Turm? Wenn du ein Turm wärst.
Wingardium Leviosa. Hilfe. Revelio. Confringo. Der Siedler wird auch wahrscheinlich nicht gut werden. Also die Siedler. Das ist ein Läufer, ja. Ah ja, stimmt, Pferd ist ja Springer. Repar. Na, Moment. Wingardium Leviosa. Ja, Moment. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Jetzt habe ich den einfach so schon verstellt. Und eigentlich steht der auch schon im Schach. Wingardium Leviosa. Weil wenn das da die Königin ist, ist das ja schon abgeschottet. Der Springer versperrt das Feld. Also das Pferd. Dann sind ja die beiden eigentlich schon abgegolten. Eigentlich kann der, ist ja schon Schachmatt. Wingardium Leviosa. Außer ich bin jetzt gerade total im Eimer geistig. Ich glänze total, ne? Dafür, weil ich früher mal mit dem Schachcomputer gespielt habe. Wingardium Leviosa. Revelio. Wieso bin ich so doof? Wenn du keinen Schach kannst, musst du online nachgucken. Sieht interessant aus. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ich stelle das Ding erstmal wieder aufrecht. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.
Zwei Felder hinter dem schwarzen Bauern neben dem schwarzen König. Da willst du hin, wo ich jetzt stehe. Ringardium Leviosa. Habe ich das vielleicht einfach... Weil, was soll denn hier aufgehen? Ach so, das meinst du. Du meinst eigentlich, dass er die Königin deckt? Weil sonst könnte der König ja einen Schritt nach vorne machen und die Königin bedrohen, aber... Okay, der Chat gibt mir jetzt gerade laute Anweisungen. Und alles funktioniert, wie man sieht. Ringardium Leviosa. Das kann der König nicht. Ringardium Leviosa. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß einfach nicht, was das Spiel von mir will. Er ist halt in allen Fällen so wie doch schon Schach gesetzt. Eins Diagonal vom Schwarzen König Richtung Pferd. Dann wird der hier stehen. Das sollte ich untersuchen. Also gleich haben wir eh einfach alle Felder mal besetzt. Ringardium Leviosa. Also Tiefenfelder sind schwarz, hohe sind weiß. Jetzt habe ich sie angeschossen, weil jemand gesagt hat, ist das überhaupt eine Schachfigur? Ich kann das Pferd nicht bewegen. Ich kann nur... Rebellion. Leute, ich kann nur den Läufer bewegen. Den Springer. Ringardium Leviosa. Das ist doch genau das, weshalb ich hier mich so ein bisschen frage, was das Spiel von mir will. Warum rechts auf das Feuer stellen? Das ist doch noch dummer. Denk an deine gelernten Zauber. Ah! Der Springer stand außerhalb vom Feld. Da lag der aber auch schon. Also ich hatte den hier auch schon hingestellt. Das ist ja genau die Sache, der ist mich... Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was ich halt komisch finde, weil ich habe ihn doch schon mehrfach schachmatt gesetzt mit den Feldern.
Boah, ist das eine kranke Scheiße. Du musst die Vase in eine Spielfigur umwandeln. Kommt noch so ein Abfuck. Waldorf-Zauberschule. Hey. Da muss man erstmal dran denken. Die sahen auch schon mal besser aus. So, jetzt können wir auch unsere Herausforderung machen für die Besenverbesserung. Auf dem Weg ein paar Demiguse-Statuen noch sammeln. Da bin ich mal endlich die dritte Stufe für Schlösser hinkriege. Ich bin mir sehr bewusst, dass jede Minute, die ich im Spiel verbringe, eine Minute in meinem wahren Leben ist, wo ich ein Musikinstrument bis zur Perfektion lernen könnte. Aber ist das nicht schön, dass wir unsere Zeit auch für sowas verschwenden können? Merlin. Dum dum dum. Das dient unserem Work-Life-Balance. Ja. Das ist korrekt. Wir wechseln direkt mal in die Nacht, damit ich die Statue auch direkt finden kann. Nicht erschrecken, ich trinke was. Hallo Homura. Wenn sich gewundert hat, dass ich kurz stehen geblieben bin im Spiel. Rebellion.
Ich muss leider sagen, mich bringt heute mein Nacken auch um, weil ich habe ja nicht zu Hause geschlafen gestern. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ich weiß nicht, wie Menschen bei sich zu Hause eine Schlafcouch benutzen können als Bett. Ich finde, das ist so, da kannst du auch einen Grabstein holen direkt. Revelio. Du gehörst mir, Danny Geiss. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Statue vorher aussah, aber etwas ist anders. Sind die Guck mal, wie mein Stab leuchtet. Na, übrigens soll mir noch was ganz anderes zum Leuchten. Ja, die Schlafcouch, wie hieß sie, das Kopfkissen? Das Kopfkissen nennt sich Partnerin. Beziehungsweise, die benutzt ja einen selbst immer als Kopfkissen und sagt dann, nee, du bist mir zu hart. Und dann dreht sie sich weg und dann liegst du da. Du und der Stein. Könnte ich Sie wohl kurz sprechen? Verzeihung? Haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr? Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Deary-Call namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Sie scheint sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren. Aber sie wäre bei Ihnen sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Warum sind Sie so auf Gwenyra fixiert, anstatt alle Deary Calls zu retten? Gwenyra ist ganz besonders. Ihr prächtiges Gefieder macht sie für Wilderer interessant. Sie werden sich alle Mühe geben. Die anderen Deary Calls scheinen den Wilderern ganz gut allein entkommen zu können. Können Sie mir sagen, wie der Deary Call-Bau aussieht? Er ist unten am Ufer, an einer überhängenden Klippe. Sie erkennen ihn leicht an all den Deary Calls, die sich dort tummeln. Ich halte nach einem großen weißen Deary Call Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Ich hätte das Quest eher genannt, ein seltsamer Vogel. Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. Meine tollste Ada. Zuerst muss ich wissen, geht es dir gut? Was für eine Katastrophe unser letztes Rendezvous doch war. Ich bin untröstlich über alles, was geschehen ist. Es war herrlich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, aber diese verabscheuungswürdigen Kobold-Anhänger haben doch sehr schnell unsere Anwesenheit bemerkt und begonnen, uns zu verfolgen. Sie scheinen im Besitz irgendeiner schwarzen Magie zu sein, die ich nicht verstehe. Ich bin erleichtert, dass du so schnell disapparieren konntest. Ich blieb und habe so viel erledigt, wie ich konnte, aber musste ebenfalls bald das Weite suchen. Warum haben die Kobolde dieses Gebiet wohl unter ihre Kontrolle gebracht? Wonach suchen sie? Ich weiß nur eines, bald wird hier niemand mehr sicher sein. Meine Liebe, wir haben kurz davon gesprochen, fortzugehen. Hast du weiter darüber nachdenken können? Mir scheint der richtige Zeitpunkt für einen solch drastischen Schritt könnte näher rücken. Wir müssen an einen anderen Ort gehen, um von vorne zu beginnen. Ich habe von kleinen magischen Gemeinschaften in Norwegen gehört. Auch in Spanien soll es welche geben. Es kümmert mich nicht, wo wir sind, solange ich bei dir sein kann.
Schick mir deine Antwort mit der schnellsten Eule, die du finden kannst. Ich muss sicher sein, dass es dir gut geht und wissen, ob du bereit und willens bist, dich mit mir davonzumachen. In ewiger Liebe, Tarek. Revelio. Februar 1890, wir haben unsere Entscheidung getroffen. Kommenden Montag stehen wir uns davon. Ich stehe in Kontakt mit einer freundlichen alten Hexe in Oslo, die sich bereit erklärt hat, Tarek als Lehrling aufzunehmen. Auch mein Wissen über Zauberstabholz wird sie zu schätzen wissen. Wir werden ein neues Leben beginnen. Zwar werde ich meine Familie vermissen, aber es ist ihre Schuld, dass ich gehe, nicht meine. Sie haben sich wegen seiner Herkunft geweigert, Tarek zu akzeptieren und somit auch mich von sich gestoßen. Ich werde Ihnen eine Notiz hinterlassen. Sie sollen wissen, dass ich fortgegangen bin, um anderswo mit der Liebe meines Lebens glücklich zu werden. Die Umtriebe der Kobold-Anhänger und natürlich auch die Wilderer und Aschwinderinnen haben diesen Ort äußerst unsicher gemacht. Ich hoffe, dass auch meine Familie bald geht. So oder so. Tarek und ich werden bald schon weit weg sein. Ich habe es Tarek bisher verschwiegen, aber ich erwarte ein Kind. Ich werde warten, bis wir sicher sind und ihm dann die gute Nachricht mitteilen. Ich wage noch nicht, es zu glauben. Ich werde bald schon selbst einen Sohn oder eine Tochter haben. Mein Kind wird nach Hogwarts gehen und unsere kleine Familie vervollständigen. Ich bin voller Hoffnung. Den nächsten Tagebucheintrag schreibe ich vermutlich aus Norwegen. Leb wohl. Maron Wien, du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Revelio. Meine teuerste Ader, ich verzehre mich nach dir. Meine Liebe, jeder Tag, den wir getrennt verbringen, nagt unerbittlich an meiner Seele. Wir müssen einen Weg finden, uns so bald wie möglich zu treffen, wenn wir zueinander apparieren würden. Wo könnten wir uns treffen? Ich weiß, dass ich im Haus deiner Familie in Marowin, nicht willkommen bin. Danke, Within, für dein Prime-Sub. Ich habe in letzter Zeit viel mit den Menschen in Crackcroft über die gesteigerte Aktivität der Kobolde hier in der Nähe an der Küste gesprochen. Sie sagen, Renrocks Anhänger könnten nach den Überresten der Arbeit eines legendären Zauberers suchen, der vor langer Zeit hier gelebt hat. Er soll, wie ich, ein Mann aus dem Osten gewesen sein. Das hat mein Interesse geweckt. Offenbar verfolgte er geheime Projekte auf dem ganz in der Nähe liegenden Berg. Hört sich das nicht nach dem perfekten Treffpunkt für uns beide an? Ich habe eine Idee. Kannst du am Donnerstagabend, wenn die Dämmerung einsetzt, zur Westseite des Berges apparieren? Ziele auf eines der Gewölbe, in denen die Einheimischen ihre Wertsachen sichern. Dort sollten wir vor neugierigen Blicken sicher sein. Es kommt mir wie gestern vor, als wir unseren Abschluss in Hogwarts gemacht haben. Zwei Jugendliche mit Sternen in den Augen und Liebe im Herzen. Versprich mir, dass wir diese Sterne in unseren Augen wiederfinden werden. Und die Liebe in unseren Herzen für immer bewahren. Revelio. Ja, Jedi Survivor kommt auch. Bald. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Nach der langen Zeit der, Corona, alle Spiele haben irgendwelche Probleme, Flaute, kommen jetzt vielleicht die Blockbuster, die auch mal alle funktionieren. Warum muss immer ich diese Aufgaben erledigen? Vielleicht hier. Was hast du getan? Du stiehlst hin. Bombarde. Confringo. Denke, der Paro war nicht der richtige Zauber für dich. Oh, Schloss auf Stufe 3. Also bitte. Revelio. Und der Würfel ist wahrscheinlich für da oben. Na, los. Amit war bestimmt schon mal hier. Amit war überall, außer es ist gefährlich vor Ort.
Wie viele Demi-Dinger fehlen noch für Stufe 3? Ich glaube einige. Du siehst das ja erst, wenn du die abgibst. Also beziehungsweise ich glaube, ich kann im Inventar sehen, wie viele ich habe. Ah ne, wir haben 10 im Moment. Und ich glaube, es fehlen dann noch 2. Ja. Doch gar nicht mehr so viele. Revelio. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr. Nein. Oh, mir fehlt der 180-Grad-Spin. Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Da ist er doch auch ganz vorne. Also wo ist Granira? Levioso! Ich hab sie. Das da wollte sie schon in den Freitod stürzen. Revelio. Levioso! Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ich glaube, ich will die gar nicht abgeben. Für die Federn. Ich will die behalten und damit züchten. Oh, es gibt übrigens Achievement, mit jedem Tier ein Nachkommen zu züchten. Wer hier wohl wohnt? Oh, hallo. Miss Moffat, ich habe Granira gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Ah, nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Ich glaube, bei mir ist sie besser aufgehoben. Aber es war meine Idee, sie zu retten. Ich habe mich doch in ihr wunderschönes Gefieder verliebt. Oh, was für eine Frechheit. Was soll ich jetzt tun? Ohne ihre Federn kann ich meine Kreation nicht vollenden. Das ist Federdiebstahl. Ich hoffe, sie hat ihnen die Augen aus. Man soll mit jedem Tier ein Nachkommen züchten. Ich habe nicht gesagt, dass man Sodomie betreiben soll. Elegantes Ensemble für Angehörige der feinen Gesellschaft.
Revelio. Lass mal kurz Ballons platzen. Weil sonst übersehe ich die, bezahlte, ich vergesse die dann wieder, dass die existieren. So, wir sind fast da. Um uns mit Sebastian mal zu treffen. Ich sollte hier absteigen. Und mal eben warten. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Wo willst du denn lang überhaupt? Ich denke mal kaum, dass wir da hochkommen, oder? Ah ne, geht die Serpentinen nach oben, okay. Ne, wir müssen da hoch und dann links. Ich mache wieder unsichtbar, weil wir so einfach so viele Gegner auf einmal ausschalten können. Sebastian folgt mir einfach. Das ist einfach ein guter Mann. Der stellt nicht so viele Fragen. Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Der macht's einfach mit. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg schweigend hinaufwandern. Revelio. Accio.
Schütze feststellen. Wir konnten mal einen Alternativweg reingehen, ohne dass das Spiel uns zu uns gesagt hat, du entfernst dich zu weit von deinem Auftragsgebiet. Ich darf zurzeit keinen Besen benutzen. Dann wäre ich kurz mal zur Aussichtsplattform hochgeflogen. Sehen wie sich aus, wenn ich einen Reiterhof führen würde. Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Wingardium Leviosa. Den Rappel. Wingardium Leviosa. Da kann man nur vorstellen, dass du in die richtige Richtung drehen sollst, aber irgendwie. Also doch der Zauber. Ne, nichts mit Verwandlung, ist der Flip-Zauber. Revelio. Muss ich die anderen noch ein bisschen weiter drehen. Weil da liegt das beim einen zum Beispiel auch falsch auf. Warum legst du dich nicht richtig hin? Leviosa. Wingardium Leviosa. Habe ich es kaputt gemacht? Irgendwie schon, ne?
Wieso ist das immer so eine Kacke? Es kann nicht sein. Warum macht es einen Unterschied, von welcher Seite ich den drehe? Ist der jetzt richtig? Ja. Also wirklich, du musst den auch von der richtigen Seite anschießen. Dann dreht er die andere. Ach ja. Oh mein Gott, es ist Valentinstag in 2 Tagen. Der Tag, wo alle, ich glaube, Floristen die Preise anziehen um 100%. Ihr weg, Testral, ich habe genug von euch. Warte, wir brauchen einen Plan. Ich werde leiser sein als ein Jobber. Der Plan ist, polieren all die Fresse. Single, diese Unkosten bleiben mir erspart. Es ist jeder wie er mag. Aber ich werde auch, also normalerweise, ich bin keiner, der zum Valentinstag was verschenkt. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Revelio. Explosion 1. Contringo! Bombarde! Contringo! Revelio! Ich habe wieder dieses Gefühl, dass mein Inventar gleich schon wieder voll ist. Alles aus Kobaltsilber gehört. Revelio. Ob das nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Huh!
Bade. Komm, trink. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Ich hatte das schon gespürt, dass meine Taschen wieder überfüllt sind. Ohne Scheiß, die werden das patchen, die werden das Inventar größer packen. Wahrscheinlich kann man irgendeine Mod installieren, da hast du 100.000 Plätze im Inventar. Ganz richtig, nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Ich hab den Helm nicht angefasst. Du kannst uns nicht aufhalten. Wir gehen uns unwürdig aus. Und Gringo! Aber man kann es halt versuchen, ne? Das muss es sein. Sebastian, warte. Warten? Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Da habe ich schon so viel mit Sebastian gemacht. Ich habe ihn verflucht. Ich habe mir... Ich habe seinen besten Freund verzaubert. Damit er uns durchlässt. Lumos. Lumos. Sehr geehrte Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierung in Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zauberministerium. Lumos. Tja, ein Basilisk war nicht anzutreffen.
Revelio. So weit, so gut. Charmant. Spinn. Wie passend. Confringo! Bombarda! Confringo! Gefehl! Kuzio! Bombarda! Rivelio! Gibt doch alles okay. Komm, bring! Ah, Revelio. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Das ist der Weg. Bombarda! Du brauchst für den Basilisken zum Erschaffen Hühner. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Wenn du das sagst, ich bin in der Basiliskenzucht jetzt nicht vertreten, weil es illegal ist. Unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Confringo! Kuzio! Und eine Kröte braucht man. Okay. Confringo! Deshalb sollten wahrscheinlich auch keine Kröten anwesend sein. Bombarda! Confringo! Confringo! Nervige kleine Biester, nicht wahr? Sind halt Spinnen. Vorhin würde ich gerade voll Lust mit dem Hund zu kuscheln, aber der Ein schläft. Hierher? Der faule Sack. Was ist das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Bombarda! Komm, trink! Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Descendo!
attackiert. Confringo! Confringo! Das war der Pulso, ne? Ja, ich glaub. Ein Objekt jetzt mit dem Pulso auf irgendwie ein Pop schießen, krieg ich gerade nicht hin. Leid, Sebastian. Macht auch gar keinen Sinn, wirf ein Objekt mit dem Pulso auf einen Gegner, weil die Objekte werden noch nie mit dem Pulso geschleudert. Kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Guten Abend, Wolfgar. Rebellion. Tut mir leid, Pinguine gibt's noch nicht. Als Emoticon. Es gibt ganz viele andere Emoticons im Moment. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Rebellion. Achso, da ist ein Spinnennetz vor. Endlich können wir hier raus. Noch nicht, mein Freund, noch nicht. All die Truhen, ist das Glück oder Instinkt? Das ist Minimap. Druck. Trink!
Crescendo! Protego! Ich guck gerade, welchen Zauber ich brauche für, dass ich seine Keule ihm ins Gesicht schlagen kann. Magie macht das, ja, die macht das auch, aber das ist nicht das, was das Spiel von mir will. Boah, ich drücke die falschen Tasten die ganze Zeit. Naja, vergessen wir es einfach. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Revelio. Von da waren wir gekommen, also bleibt uns nur der Weg nach links. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Machen wir noch mehr Trümmer. Revelio. Ganz cool, ich habe da nur Kram geholt. Repar. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Revelio. Es war eine solche Freude, meinen Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Egal, wie hoch wir springen. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hatte. Ich hatte damit gerechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn noch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Zum Draufstehen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Vingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Noch ein paar Tränke. Nach allen Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Akio! Na toll. Vingardium Leviosa. Geht doch. Du
Du überraschst mich immer wieder. Revelio. Du hast es versucht. Immerhin etwas. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Das kann keine Sackgasse sein. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern könnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt, aber dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen. Ich will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee. Sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Mein Inventar ist wie immer gut gefüllt. Ich glaube, meine Kleidung funkelt. Bombarde, komm trinken! Und direkt wieder was fürs Inventar. Revelio. Nein, deine Mutter funkelt. Revelio. Liefla Flunkel, Licht ins Dunkel. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Noch eine Rune. Revelio. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend Rune. Confringo. Ah, okay, wir waren schnell genug. Ein weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich mir zu helfen. Ich habe versucht, das ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann, aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemand finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, dem sie nach mir folgen können. Ein Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen, zu vollbringen, was ich nicht kann, die ganze Welt heilen. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Confringo! Revelio! Confringo! Da oben ist noch eine Schriftrolle. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben's geschafft! Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr.
Am Anfang denkt man, es sind so Ministücke, aber es sind ja immer eine ganze Leinwand, die man da dran klebt. Sonst hast du dich schon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt?
Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte, sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Ja. Und wo ist ihr Magie-Endlager? Oder sucht die CDU noch einen Standort dafür? Fragen über Fragen. Das alles in der nächsten YouTube-Folge. Aber im Stream machen wir gleich weiter.